Dann gehen wir diesem wunderschönen Geräusch doch mal auf die Spur, oder? Hier singt ja irgendwie ein Mann. Kommt das von oben? Und unten. Von draußen? Da, wo unser schöner Typi war? Komme ich eigentlich raus? Nö. Hallo? Oh ja, hier wird's lauter. Muss das jetzt sein, dass es dunkel wird? War der Gang schon immer so? Könnte auch mal neu tapeziert werden. Ich glaube nicht, dass das so aussehen soll. Aber hübsche kleine Lampen. Ist das unser Priester? もうすでに知っていると思うけど、もっと気をつけるべきだった。助けに来てくれてありがとう。私に何か手伝えることは祈りの目的は何かの儀式。おじさん、何が起きてるの？おじさん、何してるの？ Was? Oh, das brauchst du mir nicht zweimal sagen. Oh mein Gott. Ich will mich aus Interesse eigentlich mal umdrehen, aber ich habe Angst zu sterben. Ich weiß ja so schon nicht, wo lang. Lass mich. Ah, wie komme ich hier wieder raus? Aus diesem Menü! Wie kam ich denn aus diesem Menü wieder raus? Lauf, 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 lauf! Ich möchte nicht vom Tausendfüßler gefressen werden! Weg, 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 weg! Muss ich lang, hier ist alles so duster. Beeil dich. Ah. Mach hin, Frau. Ich möchte nicht gefressen werden. Na. Ah. Schneller. Wie wird man so viel los? Habt ihr irgendwo Insektenspray? Das mache ich mit Freuden, da irgendwas davor schieben, aber bringt das was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Vieh aufhält. Hallo? Mami? Ist das Vieh jetzt die ganze Zeit da? Oder ist es weg? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es weg ist. Verstecken. Verstecken? Wo denn? Hier?
Geh weg, geh weg. Gott, ist das lang. Bitte komm nicht hierher. Jetzt schlingest du jetzt die ganze Zeit da hin und her, oder was? Hau ab! Ich möchte nicht von dir gefressen werden. Such dir was anderes. Soll ich dem Vieh denn jetzt bitte entkommen? Wo ist denn jetzt schon wieder? Ich bin nicht da. Toll. Hokani Nigemichi wa nai. Kakureru no ga kenmei. Ja, wo soll ich mich denn hin verstecken? Das ist ja schön und gut, dass ich jetzt hier bin. Und dann? Was soll ich jetzt tun? Irgendwann muss ich dann raus. Raus wohin? Da ist ein Ausweg. Und das war es dann aber auch. Okay, also ich muss da in der Theorie. Huch! Da drüben muss ich wieder raus, kann das sein? Da, wo das Vieh jetzt langkommt. Irgendwann muss ich dann raus. Ja. Du da ganz gemütlich lang, das passt schon. Ich bin dann mal wieder weg, wa? So. Da könnten wir eventuell auch raus. Könnte etwas schreiben, um die Tür zu blockieren? Okay. Malen. Das ist diesmal hoffentlich nicht so schwer. Jetzt! Das war doch voll gut. Es raschelt schon wieder im Hintergrund. Was die Zeit. Mädchen! Ja. Schnell. Im Stress zeichnen. Super. Ja. Ja. Tür zu. Versiegelung. Okay, das hat Stil.
Sind wir jetzt safe? Zumindest von der Tür, oder? Was ist mit den anderen? Aber wir können zumindest, hoffe ich jetzt mal, eine Sekunde durchatmen. Da ist ein Origami. Mit einem roten Blutsymbol. Ich hoffe nicht, dass das Blut ist. Okay. Wahrscheinlich Tinte oder so. Ein Messer. Wieso nicht? Hilft uns aber, glaube ich, gegen diese übernatürlichen Wesen nicht mal ansatzweise. Was bist du? Stimmt, das war da ja Tradition. Warum auch immer man das tun sollte. Hübscher Schirm. Ja, definitiv hübscher Schirm. Das ist auch so eine Blutspur. Okay, was? Was können wir jetzt hier drinnen tun? Komisches Symbol. Oh, Mochi. Eiskuchen, Reisbällchen, wie auch immer. Leckereien. So, hier kommen wir aber nirgendwo raus, oder? Wir haben uns jetzt im Grunde verbarrikadiert vor diesem Tausendfüßlervieh. Die Anordnung der Steine sieht verkehrt aus. Okay. Mal gucken, ob wir noch irgendwo Hinweise finden. Oh, wieder ein Blatt. Hitodama. Über den grimmigsten Orten schwebend streifen mehrere unheimliche Kugeln ziellos in Bodennähe umher. Angeblich sind dies die Seelen der Verstorbenen. Kurz vor dem Tod wird sich die eigene Seele in einen bläulichen Feuerball verwandeln und sich vom Wirtskörper lösen. Nur in sehr seltenen Fällen wirst du das Seufzen der Seele unter den Lebenden erleben, wenn jemand sein Bewusstsein verliert. Ah, die Seelengeister also sozusagen. Wir hatten hier doch dieses Origami-Papier. Kann man das irgendwie aufhalten? Es zeigt aber so drei Striche mit so einem Dreieck, so ungefähr. Oder eine Hand mit drei Fingern, je nachdem, wie man es sieht. Die Frage ist nur... Oh, was haben wir hier? Was ist denn da? Aha. Okay. Wir haben hier diese Symbole. Hier wären zwei Hasestrich. Wir haben auf alle Fälle das Feuersymbol. Das Feuersymbol, die Handsymbol, das da haben wir. Wir haben das da. Haben wir das auch? Die Frage ist jetzt, in welcher Reihenfolge? Also wir haben hier dieses Symbol. Wir haben... Wo war's? Irgendwo habe ich doch das andere Symbol gesehen. Wo war das denn? Tü-tü-tü-tü-tü. Nee.
Yorugumo. Es wurde berichtet, dass eine atemberaubend schöne Frau junge Männer in ihr Versteck lockt, indem sie eine süße Melodie spielt. Bevor ein Mann merkt, dass seine Beute es in Wirklichkeit auf ihn abgesehen hat, ist er bereits von starken, klebrigen Seidenfäden umgeben, die von einer gewitzten, formwandelnden Spinne gewoben werden. Okay, der möchte ich nicht unbedingt begegnen, ehrlich gesagt. Huch. Wo habe ich denn dieses Symbol gefunden? Das können wir nicht anzünden. Hier ist es. Da habe ich das Teil gefunden. Und auf dem Schirm sind diese Feuersymbole oder was auch immer das darstellen soll. Dreizecke. Gespiegelte Gabelzacken. Wie auch immer. Okay, einmal dort. Dort. Dort hinten. Vielleicht finde ich einen Hinweis auf die Reihenfolge da, wo der Gegenstand ist. Achso, das 3? Ah, 3? 4 ist das denn? Das ist die 2? Okay, warte, 3, 4, 2. Ist die Origami-Hand. Machen wir das doch erstmal so, das. Der Regenschirm ist die 2 und die 4 ist das Symbol. Dann bleibt nur noch, wo ist es denn? Das Feuersymbol. Yay! So einfach ist es. Da wollen wir jetzt rein, ja? Super! Hier ist doch schön. So, Lampe haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Du kannst zumindest schon mal was sehen. Wir können sehen, von wem wir umgebracht werden. Das ist doch immer schön. Noch so ein Kappa. Gar nicht gruselig, hier so ein Vieh zu haben. Kappa Papa. Okay, wo geht's denn hier weiter? Übrigens schöner Zufall, dass da unten eine Laterne lag. Wie vorbereitet. Das ist bestimmt so eine Prüfung vom Priester, der einfach so, mal so abgehauen ist. Bestimmt unsere Meisterprüfung oder so. Links oder rechts? Gibt's irgendwo einen Hinweis? Ich möchte mich ungern eigentlich in den Höhlen verlaufen, aber hier ist gerade nichts gezeigt, oder? Ich sehe zumindest gerade nichts. Auch keine eingravierte Markierung irgendwie im Stein oder so. Dann gehen wir einfach mal irgendeinen Weg lang. In der Hoffnung, dass es der richtige ist. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Hier ist zumindest ein Tor. Ich habe gelesen, wenn man singt, kann man keine Angst haben. Es hat, glaube ich, eine ganze Ewigkeit gedauert, diesen Tunnel zu graben.
Frage ist, warum ist hier so ein fetter Tunnelschacht einfach mal unter dem Tempel? Direkt die Hölle unterm Heiligtum oder was? Ich habe das Gefühl, dass wir im Kreis laufen. Oder vielleicht auch nicht. Schaut alles so gleich aus. Juhu, ich habe eine Sackgasse gefunden. Verdammt. Dann eben hier lang. Nebel? Wieso war da jetzt Nebel? Hallo? Wieso wackelt jetzt der ganze Boden? Ich laufe, glaube ich, richtig. Vielleicht auch nicht. Vielleicht betrete ich auch gleich einfach nur die Hölle. Was? Was war das jetzt schon wieder für ein Monstergeräusch? Habe ich da gerade irgendein Vieh begraben oder was? War da doch irgendwie was hinter mir her? Da geht's runter, okay. Da ist Luft. Hallo. Jemand da? Wahrscheinlich nicht. Gut, dann dürfen wir wahrscheinlich da runterrutschen, wa? Da freue ich mich doch drauf. Juhu! Okay. Wieso war da eine Papierwand zwischen dem Tunnelgang? Hatte das irgendeine tiefere Bedeutung? Und wieso sind das hier so eine Zwischenstation, wo überall irgendwas ist? Ein Teller. Oh. Sorry. Es war nicht meine Absicht, hier das Geschirr zu zerstören. Ich wollte es eigentlich einfach wieder zurücklegen. Gut, die Rutschbank hier geht weiter, wa? Eine geil, eine geil. Bitte, bitte, bitte. Was denn bitte? Die flehen ja richtig, dass sie einem helfen. Oder dass wir ihnen helfen. Okay, jetzt sind wir schon wieder fast beim Tempel, habe ich das Gefühl. Oder heilige Stätte, weil hier sind so eine Bänke, die man eigentlich auch immer am Tempel sieht. Das ist eine ausgezeichnete Frage, aber das wird wahrscheinlich nicht so ein kleiner Tausendfüßler gewesen sein, gehe ich mal so von aus. Alter! Hallo? Ein Samurai-Schwert geflogen. Kann man die nicht mitnehmen? War irgendwie der Boden mit Fallen gespickt oder sowas? Habe ich jetzt eigentlich nicht gesehen, dass da irgendwas war. Okay, was?
Der Brunnen. Okay, das erinnert mich jetzt an Inuyasha. Springen wir jetzt auch in den Brunnen und landen dann... Ja, wo landen wir denn? In der Neuzeit, weil wir sind ja schon im Mittelalter oder was?